Boom, Leute. Heute ist es wieder soweit. Wir reagieren auf ein neues Video von Denison. Er ist in Istanbul. Er wird uns ein paar Sachen zeigen. Wir werden ein paar Sachen auslachen. Ohne Spaß, ich fühle die Gegend, ne? Heute werde ich euch 5 Orte zeigen. Ich habe auch eine Instagram-Story gepostet mit Zeig mir. Da werden auf jeden Fall 5 Orte dabei sein und die werde ich euch auf jeden Fall im Laufe des Videos zeigen. Wir starten eigentlich mit dem... Junge, der Kollege da hinten, der denkt sich auch gerade so, und die Kamera, ich könnte die jetzt abziehen. Frühstück kann man eigentlich sagen, weil wir merken schon gleich 14 Uhr. Aber ihr wisst, wie das mit den Jungs ist. Vor allem mit dem hier, Digga, der ändert immer seinen Plan. Den ersten Ort, den wir abchecken werden, ist Ballat. Ballat ist ahnungslos geguckt. Das ist auch der bunteste Bezirk in Istanbul, sehr, sehr bekannt. Und soweit ich weiß, wurde da auch Schukur geführt. Das ist auf jeden Fall auch nicht bunt. Serie. Wir haben ein ganz kleines Problem. Die Katze will nicht weg. Kater. Kannst du bitte was machen? Kater. Er nimmt seinen Job. In Türkei sind überall Katzen gefühlt, wie ich immer mitbekomme von Freunden. Ja, und so. Sehe ich auch, wenn Kollegen im Urlaub dort sind. Siehst du erstmal mindestens eine Story pro Tag mit einer Katze. Oder auch Hunde. Als ob die noch nie eine Katze gesehen haben. Ja, Hunde auch, aber Katzen sind viel mehr. Die sind so ein bisschen, auch wie sie jetzt siehst, so in der Stadt, so keiner macht was so. Ja. Die chillen auch. Bei uns in Kosovo sind die eher scheu noch. Die Hunde sind eher die in der Stadt chillen. Ja. Aber die werden auch verscheucht. Aber Hunde gibt es auch viele in Deutschland generell. Ja, ja, ganz viele. Heute schon ganz viele gesehen. Zack. Job, komplett. Guck mal, der nimmt ja aber der Katze juckt das gar nicht. Ja. Der will in der Sonne chillen. Kannst du nochmal aufstehen? Kennt ihr das Ding? Ich war ja schon mal hier. Ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. Ich mach den Guide heute, komm. Eigentlich sind wir hergekommen zum Frühstück. Sieht aus wir haben aber jetzt 14:30 Uhr. Vom Ding her. Ja, so nett, man, ne? Also, in Kosovo sieht das auch ähnlich aus wie ein paar engere Gassen aus Versailles. Können wir eigentlich schon was warmes essen? Klar, Alter. Klar. Ich habe Kosovo noch so in der Nachkriegszeit im Kopf, weil so lange war ich nicht mehr da. Du kennst Kosovo gefühlt nur aus Geschichten, aus Gerüchten, Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob hier Schukur gefilmt wurde oder irgendeine andere türkische Serie, aber die meisten türkischen Serien sind ja alle in Istanbul gefilmt, deswegen haut das eigentlich ganz gut hin. Ah, guck mal, hier gibt's sogar direkt Sachen. Kanada Goose. Es fühlt sich auf jeden Fall wie echt Fell an. Ich glaube, das ist echt Fell, ne? Da ist ein richtiger Fuchs für gestorben. Das ist wirklich so ein Typ, ich mag diese traditionellen Sachen, zum Beispiel auch persischen Teppich oder orientalische Ecke zu Hause. Ich feiere das unnormal. Das gibt mir einfach so dieses gemütliche Entspannungsgefühl. Ey, Daniel, der hat dieselben Eigenschaften. Der Typ. So, Einrichtung? Orientalische Ecke, sagt er, ne? Ja. Nee, ich mag's nicht, sowas. Ich mag so dieses Bunte oder so in der Wohnung nicht besonders. Muss schon clean sein, schlicht. Jetzt auch nicht so wie eine Arztpraxis, wie manches haben. Aber nee, ich mag's nicht. Ich auch nicht. Wie du. Der kann seinen Mund auch so weit aufmachen und saugen. Hier könnten Frauen immer Fotos machen. Ach so, zu dem Punkt, ne? Wir haben hier damals mit Eisstücke gegessen. Jetzt muss ich aber eine Sache dazu sagen, wenn du so eine Stelle siehst wie hier. Ja. Machen und saugen. Hier könnten Frauen immer Fotos machen. Ach so, Warte. Zu dem Punkt, ne? Wir haben hier damals. Das ist original wie Präsident. Ja, ja. Also Bösen ist noch sehr, die haben ja eine alte Stadt und eine neue Innenstadt. Mm. Und die sieht aus wie die alte Innenstadt. Wo dann wirklich auch so eine Moschee so richtig da ganz eng da noch direkt nebendran hängt. Ja, ja. An sowas kann ich mich auch noch erinnern. Also das könnte gleichzeitig auch in Kosovo stattfinden. Ja. Aber Kosovo und Türkei sind sich ja tatsächlich in vielen Dingen ähnlich aufgrund Osmanisches Reich. Ne? Kosovo war ja so gesehen auch ein Teil davon oder das Gebiet zumindest. Und ja. Ja. Jetzt sind wir zum Beispiel in Ballat, aber wenn wir zum Beispiel nach Taksim gehen, wenn wir in andere Viertel gehen, dann werdet ihr sehen, dass da auf jeden Fall die Preise immer unterschiedlich sind. Hier zum Beispiel Burgermenü, 110 Tel. Oder gehen die nicht irgendwo mal rein oder laufen die jetzt wirklich nur durch? Der meint, die wollen auch frühstücken. Der hat ja gesagt, dass er jetzt gerade so einen Guide macht. Also sprich, der führt uns quasi durch die Innenstadt hier. Hier 100 Teelöffel Pizza. Ja, du hast Burger, du hast Pommes, du hast Cola. 110 durch 31, weil das der aktuelle Kurs ist. Das sind 3,50 €. Das heißt, du zahlst für ein Menü 3,50 €. Das ist nichts. Das kriegst du in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht, ne? Aber hier ist das halt Standard. In Taksim zum Beispiel sind die Preise halt angepasst, weil halt sehr viele Touristen unterwegs sind. Aber ne, aber nur. Hier haben wir zum Beispiel eine Limonade. 10 Teller, das sind umgerechnet 32 Cent. Das heißt, für ein Glas Limonade zahlst du 32 Cent. Digga, wenn du das in Deutschland findest, so, dann auch mich. Aber das haben wir auch wirklich. Das ist so ein Träumchen, Mann. Das ist ja wirklich damals noch ungefähr so. Kurz nach der D-Mark-Zeit die Preise, so als dann der Euro eingeführt worden ist. Also ich habe das jetzt nicht so aktiv erlebt in Deutschland. Ich habe es schon erlebt noch, ne? Bin dann noch einen Ticken älter. Wollte ich sagen, aktiv. Du warst da noch ein Hosenscheißer zu dem Zeitpunkt. Aber ich kann mich noch an ziemlich vielen Dingen erinnern tatsächlich. So. Also, da war die Welt noch schön. Da war sie noch bunt. Ja. Überall, ja, ja. Hallo. Einfach auf Auto.
Alter, kannst du mögen das. Wie niedlich. Ey, du bist aber auch, wenn es um manche Sachen geht, musst du einfach nur holen, ne? Weil da ist nicht viel drin im Kopf. Halt mal dein Maul. Das bist du. Du bist aber auch nicht der Schlauste, ne? Du bist auch bei dir. Meine Mutter hat immer gesagt, in dem Restaurant musst du dir erst mal die Toiletten angucken, um zu wissen, wie sauber die Küche ist. Das ist die Terrasse mäßig, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut eingerichtet. Was ich nur nicht verstehe, ist der Taschenrechner. Kurze Sache, wir müssen raus. Hier ist ein Taschenrechner. Die machen die Preise selber. Ey, warum riecht es so krank gerade? Irgendwas an diesem Essen hier, was er uns gerade gegeben hat, riecht geisteskrank. Das sind jetzt bestimmt so 40, 50 Gramm Eiweiß. Ich muss sagen, Fisch schmeckt sehr, sehr gut. Erster Spot ist wie gesagt durch. Wo wir jetzt hingehen, ich weiß nicht. Wir gehen wahrscheinlich jetzt einfach zu Ali Uster. Ali Uster, muss ich sagen, ist halt sehr bekannt geworden. Ali Uster, kennst du den? Nee. Wer ist das? Granatapfel, ja, aha, aha, ja, aha, ja. Nee, kenn ich echt nicht. Ich muss ihn mir mal später dann zeigen oder so. Habt ihr was gleich, gesehen? Wenn wir wirklich hingehen. Mit seiner Zitrone. Vielleicht kenne ich ihn. Der war lange ein Meme. Gemacht hat. Geschmacklich habe ich nicht mal so krasse Erwartungen. Chiköfte ist für mich fast überall gleich. Das heißt, geschmacklich bin ich gar nicht so kritisch. Ja, aber das ist typisch Istanbul-Verkehr, ne? Das kennst du normalerweise gar nicht in Deutschland. Guck mal bitte, wie nah ich an diesen Autos bin. Und hier musst du wirklich dominant sein. Einfach, du musst immer an deinen eigenen Arsch denken, so wie Mahan. Eben beim Vorbeifahren haben wir auch gesehen, da ist eine riesige Schlange. Ne? Also das würde wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ob Ali Uster da ist, weiß ich nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall gleich sehen, wenn wir da sind. Das in ist so ein Lost Place. Kann ihn einmal kurz jemand zur Therapie schicken oder so? Bruder, ich meine gar nicht, Bruder. Sag mal was. Komm mal, wie also hier hat man auf jeden Fall schon die ein oder anderen Einblicke. Ey, es fühlt sich aber so gut an, bei dem Wetter hier rumzulaufen. Ne? Die letzten Tage, als wir hier waren, war halt wirklich nur... War es voll krass, es ist Winter, aber es sieht aus wie Sommer, so vom Wetter her, ne? Wie viel Sonne da ist. Ja, ja. Bewölkt, der läuft aber trotzdem. Allein blauer Himmel reicht auch. Ja, ja, dein Kollege auch. Definitiv, ja, ja. Aber. Das ist eine Stadt, die viel schöner aussieht. Bei Ali Uster, ich weiß halt gar nicht, ob der überhaupt hier hinkommt. Also, er hat ja damals schon seinen Hype gehabt, wo er immer hier war, wo alle Leute ihn gesehen haben. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wo es halt zu krass gehypt wird, braucht er gar nicht mehr kommen. Woher hab ich voll angeschrien gerade, ne? Ich hab mich voll erschrocken. Fünf. Nein, welche Oma sind? Wie viele? Drei? Zwei? Zwei. Iketan Osun. Tut ihr auf? Dankeschön. Tüte zu. Zwei. Tut ihr auf? Tut ihr auf? Ist das der? Nein, Mann. Der ist so ein bisschen kräftiger, auch mit Glatze. Ah, okay. Wo er die Gäste so anschreit. Passportkontrolle. Weil allein war Ali Uster sein kleiner Bruder. Passport tut auf, tut auf. Ich hab bitte scharf. Alawi. Schaff dich, hab bitte scharf. Bisschen scharf, bisschen scharf. Bisschen scharf. Granatapfenja, ja, aha. Zitronja. Tut ihr auf. Tut auf. Tut auf. Du lachst einfach gerade zum ersten Mal. Das war lange ein Meme, der ging. Der war vor einem Jahr. Der war vor, glaube ich, ziemlich genau einem Jahr. Ey, der ging locker 2, 3, 4 Wochen. Den kenne ich null, sag ich ehrlich. Aber der macht geile Chiköfte. Bruder, guck mal, wie viel das ist, Mann. Bei Gott, Bruder, dieser Chiköfteladen, wo hier bei uns in der Nähe, der macht vielleicht, Bruder, ein Fünftel von dem. Sogar noch weniger, Bruder. Ja, ja, ich weiß, der ist schon dünn. Schmeckt trotzdem voll geil, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, so wie der das hier verpackt hat und mit Zitrone voll war, boah, Geschmack. Oh, meine Zitrone! Was denn? Du Lümmel, Alter. Das ist ja nachgemacht von dem originalen Ali Uster. Ist das jetzt nicht Ali Uster? Nein, Mann. Das ist doch meine Fresse. Das ist kräftiger. Der war doch schmächtig. Der war doch eigentlich da. Das hätte ich gesagt, das ist der. Tamam. Ja, tamam. Können wir einmal ganz kurz erwähnen, wie nass ich bin? Einfach, ich habe alles abgekriegt, Jungs. Ne? Ich schuhe hier überall Zitrone. Ich mache jetzt den ersten Biss. Aha. Ich kann jetzt schon mal einen Kritikpunkt sagen. Wer soll so einen fetten, dünnen Chiköfte essen? Chiköfte ist für mich so ein Ding, das kannst du so zwischendurch snacken, aber das ist ja schon eine Mahlzeit. Deswegen wäre das wollte ich gerade eben auch sagen. Ja. In Chiköfte, du hast ja nicht so Verschiedenes dran. So eine Masse, das Chiköfte zu essen, das ist so, als würdest du Döner nur mit Fleisch essen, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, das ist zu viel sonst. Was sagt ihr denn? Seid ihr eigentlich Fan von Chiköfte oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Mit wem redest du? Mit den Gin, Bruder. Das ist für mich grundsätzlich zu viel. Das ist ganz normaler Chiköfte drin. Aber ich würde auf jeden Fall keinen ganzen schaffen. Jetzt ganz kurz nochmal zum Preis. Für die Leute, die es interessiert. Wir haben 2 Dürüm geholt und haben 80 Teller gezahlt. Das sind umgerechnet 2 Euro. 2 Euro irgendwas. Für 2 Stück. So langsam gewöhne ich mich auf jeden Fall ins Auto von hier in der Türkei. Geparkt haben wir auch. Bruder! Weißt du, was der hier kostet mittlerweile? 5, 6, 7 so, ne? 6 Euro! 6 Euro für einen Chiköfte! 6 Euro!
Und das, Bruder, für ein Viertel, ein Fünftel von dem, was der hier bekommen hat. Ja, aber tatsächlich jetzt so mit Kosovo-Preisen zu vergleichen, Digga. Ne? In Kosovo würde so ein Ding auch 1 Euro kosten, höchstens 2 Euro, glaube ich, so 1. Also ist schon ziemlich 1 zu 1 fast. Die passen ja auch die Preise an für die Touristen. Wahrscheinlich, wenn wir da sind, ne, die nicht Türkisch sprechen, würde es für uns mehr kosten. Aber wir werden natürlich einen Türken mitnehmen. Ja, wir nehmen einen Türken einfach mit. So. Wir lernen einen kennen im Flughafen, du kommst jetzt mit. Ich finde es auch gar nicht so stressig, wie alle sagen. Klar, es ist auf jeden Fall anders, als wenn du in Deutschland fährst, aber hier gewöhnt man sich auf jeden Fall relativ schnell dran. Bevor es jetzt gleich zu den nächsten Spots geht, werden wir erstmal hier ganz kurz auf der asiatischen Seite einmal was abdrehen. Nicht für mich machen, muss einmal hier kurz so einen Laden abchecken. Und danach fahren wir auf jeden Fall weiter. Ich glaube, der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass wir zur Moschee fahren. Hagia Sophia, auch eine sehr, sehr bekannte Moschee und auch eine sehr, sehr schöne Moschee. Dadurch, dass wir uns jetzt gerade auf der asiatischen Seite befinden, kann man das direkt vergleichen. Ein Toast kostet 45 Taler. Das sind... Krass. 1,45 Euro für so ein entspanntes Toast. Das Baba. Toast, das ist wieder anders jetzt, ne? Bro, jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ich jetzt in der Türkei wäre, ne? Bruder, wenn ich jetzt, sag mal, ich bin 2 Wochen da, nur 2 Wochen. Wenn ich nicht 10 Kilo schwerer zurückkomme, hack mir die Hand ab. Ja. Ich würde so schnell zunehmen, weil bei solchen Preisen, ich würde nur essen, Alter. Aber man darf nicht vergessen, so... Für uns die Muckis werden größer dadurch. Für uns sind die Preise krass. Für Einheimische ist es wieder was anderes. Ja, klar. Es ist jetzt nicht so, dass die da jeden Tag raus... Also die essen schon draußen, aber für die lohnt es auch nicht, ne, ja, jeden Tag draußen. Bei denen sind natürlich andere Verhältnisse. Aber ich spreche jetzt wirklich nur für uns gerade... Bei unserem wirtschaftlichen Bestand hier in Deutschland, wenn wir nochmal in die Türkei fliegen oder so, das wäre, Bruder, wirklich ein Träumchen. Also, ich würde da von morgen bis abends Foodtour machen, Alter. Ja, wirst du auch machen, automatisch, weil du wirst ja nicht gerne selber was essen. Du wirst rausgehen, deine paar Euro in die Hand, wirst immer wieder, du wirst auch, das Geile ist, dort, also in Kosovo jetzt, ich vergleiche das jetzt, weil die Preise gleich sind, ich war nie in Türkei, du wirst reingehen und du wirst nicht mal einmal auf den Preis gucken. Du wirst dir denken, ich esse jetzt, was ich will. Ja. Und dann kommt die Rechnung und denkst, ja, okay, hier, 20 für 5 Personen gegessen. Es sei denn, die ziehen dich ab, dann musst du halt ein bisschen natürlich schauen, weil ich habe gehört, dass Leute oft skeptisch sind auch. Der Chai muss eigentlich umsonst sein, Digga. Jungs, ihr habt mir eine falsche Information gegeben. Das ist jetzt die Hagia Sophia, ne? Sieht geisteskrank schön gerade aus mit dem Vogel. Wie krass sieht das gerade aus? Das sieht unnormal schön aus. Hagia Sophia müsste hier sein. Das sind ja mehrere aneinander gewesen. Kennst du, muss ich mir automatisch legen gerade. Wir waren ja gestern in einer Moschee drin. Die war zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Die hatte einen roten Teppich. Aber das kannst du nicht mit der anderen vergleichen, Bruder. So sehen die Muscheln aus. Wir werden auch direkt schon vorbereitet. Und ich gebe jetzt einmal kurz die Kamera ab. Was schmeckt das? Baba, erstens sind die nicht kalt, ich dachte, die wären kalt, diese Geistkram war. Bitte, Bruder, bitte. Warte. Das Muscheln, ne? Ja. Ich könnte davon 100 Stück essen. Der hat irgendwas mit reingemacht, ich weiß nicht, was das war. Der Stopp ist echt lustig. Wir haben ein Thumbnail. Seid ihr Fan von Muscheln? Ich überhaupt nicht. Natürlich, ich spreche mit den Gins, macht ihr keinen Kopf. So, Muscheln. Hast du mal eine Muschel gegessen so? Nein. Ekelhaft. Es ist einfach nur ekelhaft, mehr brauchst du nicht wissen. Das ist wieder so eine Sache, vielleicht irgendwo eine richtig gute Muschel schmeckt vielleicht besser. Nein. Okay. Nein. Wie Popel. Ey, ich schwör's mal, Gekka. Ich glaube, wie Popel. Warum lässt er sich Zeit zum Mal füttern? Ich denke, okay, das sieht eklig aus, deswegen schmeckt es nicht. Aber ich schwöre, es schmeckt richtig gut. Es ist so ein perfekter Snack, du kannst davon so 20, 30 Stück hintereinander essen. Auf easy. Guck mal, ihr nehmt eine Muschel, Jungs. Krass. Abi Nasser, chillur. You should, this should be on your left and you should crack it open and like this. Tschüss, Bruder, der kam einfach akzentfrei daher. Boah, Bruder, das war einfach mal ein Türke mit Abitur, Alter. Mit Abitur. Vor allem, der hat noch die tiefe Stimme eines Amerikaners gehabt. Alter. Hör mal bitte. You should, this should be on your left and you should crack it open and like this. Ja! That's okay. Ich bin eigentlich so eine. Ey, ohne Spaß, Jungs, ne? Ich schwöre, ich habe mich in diese Dinger verliebt. Diesen geisteskrank lecker. Behindert, ne? Geisteskrank lecker. Krass. Also, der ist echt überzeugt davon. Kennst du aber, hast du diese Muscheln gegessen oder andere? Nee. Das ist mit Reis gemischt oder sowas. Keine richtige Muschel. Ja, verschiedene. Das ist, glaube ich, ein Gericht.
Weil das habe ich jetzt nicht gegessen, aber so reine Muscheln bin ich überhaupt kein Fan. Das Ding ist, es sieht nicht appetitlich aus, aber es schmeckt unnormal gut. Wenn ich so vergleiche, Istanbul-Reise komplett diese 5 Tage, war das das Beste, was ich bis jetzt gegessen habe, ohne echt? Spaß. Da wir uns alle die Frage gestellt haben, wie das Ganze hier reinkommt und auch wieder verschlossen wird, haben wir unseren Experten wieder. They're cutting from here and just like opening. This place of the muscle is stick to this place and they're just cutting it and putting some rice in it and they're just closing it. Ja, and then, das ist reingepackt. Aber die Muschel selber ist ja noch drin. Er meinte sehr viel und er meinte, dass wir das Essen genießen sollen. Also mal für euch erklärt, die schneiden das einmal auf, machen das dann rein und dann machen die es wieder zu. Aber wie machen die es zu? Wie die, mit einer Dings, mit einer Nähmaschine haben wir noch, mit Wassen. Und dann machen die es wieder zu. Und mit Tacker, ne? Wirklich, sehr, sehr lecker, hat mich wirklich überzeugt. Werde ich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich in Istanbul bin, auf jeden Fall essen. Vom Ding her sind wir jetzt eigentlich mit allen Sachen durch. Ich habe euch alle Sachen gezeigt aus Istanbul, die ich euch zeigen wollte. Weil oder die Türken gucken voll gerne in die Kamera, ja. Gucken die eine da zum Beispiel, die guckt direkt. Bruder, es gibt diese potenzielle Gefahr bei Türken, die so abläuft. Wir wollen einfach umbringen! Abadan, Abadan! Türken machen das Unmögliche möglich! Wir wollen einfach umbringen, aber dann, aber dann! Ich freue mich gerade unnormal, ne? Wir waren schon hier, hier habe ich mir auch schon meinen Sieg geholt und jetzt werde ich mir meinen zweiten Sieg holen. Damit das jetzt schon mal klar steht, ohne groß zu reden, ihr habt meine Ansage gehört, es wird auf jeden Fall so passieren. Ich habe das alles studiert, Bruder. Ich bin nur die ganze Zeit am Überlegen, ne? Soll ich einem Mitarbeiter das Handy geben oder soll ich das irgendwo aufstellen? Wie sollen wir das? Die Strecke besteht aus 1700 Metern, also 1,7 Kilometer. Guck mal, 20 Minuten kostet 470 Teller, das sind 15 Euro. Das geht unnormal fit. Weil ihr dürft nicht der Bro hier, ne, der ist wirklich standardaggressiv. So, das ist eine Werkseinstellung hier gerade. Der ist standardaggressiv. Schaut auf Stress aus. Gestern in Deutschland zahlst du für 15 Minuten 60 Euro oder so. In wenigen Minuten geht's los. Ich werde gewinnen, das weiß ich. Und das sind, und so sehen Verlierer aus. Ja, das werden wir sehen. Ey, merkt euch eure Nummern, Jungs, ne? Ich hab die 8. Guck mal, so sieht das Ganze aus. Auch gerne so Mario Kart fahren. Das habe ich noch nie gemacht bisher. Ich habe es Urlaub gemacht. Draußen. Also schon heftig. Irgendwann, ne, du wirst einfach schneller, besser. Irgendwann hast du gar nicht mehr gebremst, ne? Ja. Hast du nur noch mit Körpergewicht gelenkt. Ja. Also die Kurve war scharf, du hast dich reingedrückt. Aber das ist jetzt wieder, das sind jetzt schärfere Kurven, so 180 Grad Kurven, da musst du schon ein bisschen bremsen. Halt. Aber es ist geil. Das ist richtig geil. Man drückt nochmal Bock. Das sind aber Elektro-Dinger, ne? Nee, man hört Motor oder so. Doch, Verbrenner sind das. Nee, weil ich hatte so diese klassische, ne? Diese Benziner, die so richtig laut waren. So schön im Warmen, draußen, nachts. Draußen sogar bei dir? Ja, hab ich dir gesagt, draußen. Boah, das hab ich gerade nicht gehört. Das ist krass, das ist heftig. Es gibt ja auch hier. Da kommt ja auch voll der Wind entgegen. Nee. Also nicht so jetzt, wo man sagt, oh, voll windig gewesen, aber nee. Die fahren ja, ich glaube, die sind 50 gefahren dort. Und wie gesagt, so nach zweiter, dritter Runde bist du gefahren, ohne zu bremsen. Ja. So gesehen, 50 durchgehend gefahren. Ja, krass. Wenn man die Kurven mir fällt abzieht. Auch gerade ein, ich habe mal so ein Video gesehen, wo Leute irgendwie, das war so ein Unfall, und da hat jemand irgendwie seinen Daumen verloren, als irgendwie das war so ein Kabel. So, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wo die aneinander vorbeigefahren sind. Irgendwie sowas. Ja, seitdem habe ich schon so ein bisschen so eine kleine Mini-Angst. Wenn also, das ist eine Sache, das ist so ein 1-zu-1-Million-Fall. So. Du brauchst ja um andere Sachen eher Sorgen zu machen. Also hier. Also wir sind genau jetzt gerade durch. Ja. Ey, ich schwöre, man schreit immer so viel, während man fährt. Ne? Ich schwöre, das ist so ein Endorphinschub. Du siehst jemanden vor dir von deinen Jungs und du willst ihn überholen. Und dann kommt so ein Typ wie Mahan, Digga, der dann einfach vor dir bremst die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit gegen diese Barrikade gefahren. Nico genauso. Und wir sind eigentlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich denke, das ist sogar... Ich weiß nicht, wann ich es uploade, aber ich denke, das ist das letzte Video aus Istanbul. Das ist der letzte Tag auf jeden Fall. Wenn es das letzte Video ist, dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell bei der nächsten Istanbul-Reise. Bei Mama Abi. Bei der nächsten Reise allgemein irgendwohin. So. Ja. Was kann man dazu sagen? Da gibt schon gute Urlaub-Vibes. Und das war im Winter, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Also, du hast schon... Boah, allein dieses Kartfahren. Das erinnert mich an letztes Jahr. Muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Also wenn man im Winter keinen Bock hat auf dieses depressive Wetter hier in Deutschland, ab nach Türkei. Ja? Preis-Leistung kann man immer noch nicht meckern. Wenn ihr so 2-3 zuverlässige Kollegen habt, gib ihm. Dann gib ihm 100%. Sehr geil.
So. Wir sind raus heute. Wir sind raus. Tschüss.